Hallo meine lieben magischen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren magischen Folge hier bei Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 mit dem wunderbaren Wookiee-Mann. Und mit dem wunderbaren Nerdy. Wir machen nämlich dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Wir haben in der letzten Folge Jahr 2 komplett fertig mit den 100%. Yep. Und ab heute geht es, habe ich gehört, mit Jahr 4 weiter, oder? Chronologisch leider nicht. Erstmal kommt noch Jahr 3. Also liebe Zuschauer, ich sag schon mal gleich, ich habe gar keine Lust auf Jahr 3, aber für euch mache ich natürlich eine Ausnahme. Ja, aber Kopf hoch. So, wie sieht's denn aus? Wir hatten alle Hauswappen damals, das ist schon geil, würde ich sagen, oder? Was sagst du? Ja, das war ja auch das beste Level, was wir je hatten. Ja. Dann zählen die drei Charakter und der Schüler. Das war's schon. So, ich bin der Milchmann, nein Spaß, ich bin der Kobold. So. Mein Tag war bisher gut, aber mit Jahr 3 werde ich mich, glaube ich, nie anfreunden. Aber wir werden das vielleicht irgendwann fertig bekommen. Ach, erstmal müssen wir hier irgendwie diesen Buch hier. Oh, ey. Ich will nicht Arthur sein. Harry. Oh! Was machst du? Ich war ja heute im Kino, Nerdy. Ich weiß. Ich war in Venom 2, also, liebe Zuschauer, Venom 2 ist mega geil, also ich kann dich nur empfehlen. Denn Harry, verdammt. Ah, da. Nee, der braucht nicht den unsichtbaren Umhang. Hey, nicht? War da nicht was? Nee, bei diesem Buch nicht. Okay. Siehst du? Ah, jetzt. Ah. Was ein Jahr 3, weil wenn nicht ins Coole ist, ist der Bus der Verrückte. Ach, du machst das schon. Ja, ich mach auf gerade, ich leg ein Feuer. Okay, der hat noch ein Leben. Ey, das war ja nur aus Versehen. Junge, kam hier die Unsterblichkeit. Jawohl. Ja, bitte, geht doch. Jetzt sind wir hier. Ah, Dauer. Nein, das haben wir damals mit Krummbein gemacht. Hatten wir, glaube ich, auch schon hier alles. Ja, wir hatten ja alle mit Hauswappen. Ah, aber hier brauchen wir die dunkle Magie. Und hier auch. Wir haben Stand Schankreich. Oh, ich mach's gerade. Das braucht noch ein Riddle. Nein, Arthur, geh weg! Better Character? Ernie Prang. Unnötige Character. Hast du es übrigens schon mitbekommen, seit heute oder gestern? Was denn? Es kommt noch ein weiterer Harry Potter Film raus, das verwunschende Kind. Ja, das Buch gibt schon lange und das wird jetzt verfilmt. Ja. Und der Regisseur ist ja der, wo die ersten beiden Harry Potter Teile ja gemacht hat. Die Kammer des Schreckens in der Stein der Weißen. Okay. Aber ich habe, wie gesagt, die Bücher kaum gelesen, also ich kenne deswegen ich die auch Geschichte nicht. Ich habe die erste Hälfte des der Stein des Weißens nur gelesen, das war's aber auch.
Ich glaube, wir brauchen keinen Stärketrank, denn ich meine, wir haben schon einen stärken Charakter. Ja, oder ich bin so. Ah, ja, du bist schneller. Du bist schneller. Der Hai sieht so lustig aus. Komm hier rein? Ja, natürlich. Hier brauchen wir wieder die dunkle Magie. Jetzt der Schüler drin, höre ich jetzt schon am Sound. Das war geil. Beide, Charakter und Schüler. Das war's schon. Wir hatten, also das Level ist zwar cool an sich, aber wir haben drei unnötige Charakter bekommen. Guck dir die mal an. Dann, Opaik. Ah, das ist der Busfahrer, das ist der Busfahrer, jetzt erinnere ich mich. Ach so, ja. Und der andere ist vielleicht der Zugfahrer. Nee, das war auch so ein Begleiter, ein Bus. Im Film hat man den gesehen, hier in dem Spiel nicht. Ach so. Weißt du, was aber auch lustig wäre als Charakter? Dieser Buskopf da. Der Kopf, der sich die ganze Zeit so komisch dreht. Stimmt. Was ist denn dein Hasslevel in Jahr 3? In Jahr 3? Ich glaube, ich habe da kein Hasslevel. Okay. Jetzt kommt ja Level 2. Da fehlt. Oh, wir waren nicht mal wahrer Zauberer damals. Ja, das stimmt. Drei Characters? Draco, Malfoy, Crab und Goalkeeper, das sehe ich jetzt schon an den Bildern. Ein Schüler haben mich gerettet und drei Hauswaffen. Okay. So, Nelly und ich wissen schon, wie wir wieder spielen. Oh, wir haben Hagrid dabei und Professor Dumbledore. Ach, das war das, da haben wir ja damals die Folge beendet, weil es ja knapp geworden ist. Das weiß ich noch. Ah, aber wir sind schon wahrer Zauberer. Ja. Was ich mich am meisten freue, wenn 100% ist, wenn meine Hogwarts sind und da die goldenen Steine einsammeln. Ich finde die Open World 100% besser, wie die Level 100%, wenn ich ganz ehrlich, ist meine Meinung. Ja, da hast du schon recht. Weil ich mag eher Hogwarts am meisten mehr zu erkunden. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja jetzt kein großer Fan von Professor Snape, ne? Aber ich finde Professor Snape sieht als Lego-Figur verdammt geil aus. Er hat auch eine sehr geile Rolle eigentlich. Ja. Er ist ein Geheimagent bei Gut und Böse. Ja, du musst unten drauf. Unten. Achso. Das habe ich damals schon nicht kapiert. Glück habe ich den Hauswaffenfinder. Da brauchen wir die dunkle Magie. Noch drei. Crap, Pullover. Moment, was hat... Warte mal, ganz kurz. Guck mal, er hat Angst vor Harry. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Ja, ist in Ordnung. Professor. Deswegen heißt du ja auch Nerd auf YouTube-Kanal. Du bist einfach ein Nerd. Einfach ein Nerd. Ich habe eigentlich nur geraten. Ja, geraten. Du hast Harry Potter studiert, sei ehrlich. Nein, Spaß. So, von der als erstes. Das kommt hier hin, also der Kuchen in der Mitte. Nee, das muss ganz hinten links. Die Blume muss ganz hinten links. Woran siehst du das? Ja, weil, guck mal, einige Sachen sind sehr, sehr groß. Die Nase war richtig groß, das heißt riechen. Ja. Der Mund war groß, das heißt essen. Und die Augen waren groß, also schauen. So, bevor du raufgehst, okay. Hier sind die Spinnnetze, aber da fehlt uns ein. Das hatten wir, stimmt, das hat uns damals auch gefehlt, eins. Genau, eins ein war Spinnnetz. Irgendwie so richtig gut versteckt. Aber die Frage war natürlich, wo? Hier müsste denn einer sein. Ah, hier! Da war einer. Richtig, ja, wie ich es versteckt. Das hätten wir damals auch holen können, aber das haben wir damals
nicht gefunden. Ja, der war richtig gut versteckt. Ja. Oder wir haben einfach keine Augen im Kopf. Goldpullover. So. So, ich habe Goldpullover gefunden. Und irgendwas hier ist noch was, oder? Vor allem, ich kann die Figuren töten. Und ja, Charakter. Aber was ist denn hier? Muss doch irgendwas versteckt sein, oder ist es erst draußen? Ja, das ist draußen. Frohe Weihnachten. Und ich wette, da kriegen wir dann Gryffindor, weil es leuchtet ja rot. Ich weiß, es ist nervig, aber gleich haben wir es geschafft. Ja. So. Na, das hatten wir damals schon. Moment, ich habe hier irgendwas. Hier hinten kann man was graben. Was kann ich hier mit den Flitten machen? Okay, ein Lagerfeuer, ja genau, jetzt schmilzt der. Weißt du, was ich mit den Flitten machen kann? Auch nicht reingehen. Warte, hier kann ich was graben. Ach, mit Viereck gräbt er, der Neville. Ja. Ah, ich verstehe. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich Gryffindor. Hatten wir das damals auch? Nein, nein. Hä, hätten wir damals aber machen können mit Krummbein. Hatten nicht Krummbein dabei, wir hatten nur Harry, dann Fred und George. Und? Ach so, stimmt ja. Oh, jetzt fehlen immer noch die drei Charakter. Ich glaube, das Level ist auch gleich vorbei, oder? Nee, es geht ja noch gleich weiter. So. Na komm, Draco. Ey, verdammt! Auch nicht schon wieder nur die. Die waren unwichtig. Solange du nicht Draco komplett umbringst, wie bei Dobby. Ja, diesmal bin ich nicht der Böse, jetzt bist du doch der Böse. Nein. Ich bin doch Professor Dumbledore, ich bin gut. In Jahr 5 bis 7 kann man ja ein Zauberduell machen. Weißt du das? Ja, das weiß ich, das kenne ich auch. Oh nein. Vor allem, warum hat er wieder drei Leben? Vorhin hat er noch ein.
Er hätte einen Panzer, ist deswegen. Das ist gemein. Oh, du hast ihn treffen lassen. Komm schon, nur noch ein. Jawoll. So, hier können wir die verschiedenen Sachen freischalten. Ah ja, da haben wir Hagrid gebraucht. Ja, aber warum geht das jetzt nicht? Hagrid. Es leuchtet auch nicht. Ach schon, der da unten hatte ja einen Charakter damals in der Hand. Ah, den hatten wir. Ne, den hatten wir nicht. Stimmt, da war doch irgendwas. Ich werde doch lieber den bekommen. Ja, wo ist denn der jetzt hin? Nee, den. Kriegt man, glaube ich, anders. Hä? Ah, ja, genau, genau. Ich erinnere mich. Und zwar, der Zauberer. Genau der hier, dieser kleine Bastard. Nerdy! Ja, ist doch so. Der will uns ja nicht. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Glaub mir. Ach so. Nicht töten. Du wirst gleich sehen, warum. So, pass auf. Da drin ist jetzt eine Schlange. So. Ja, hatten wir doch auch gemacht. Nee, dafür fehlte uns der Sprengzauber. Ach so. Ja. Muss genau hinten schauen. Harry Potter. Ah, da. Kann ich den Besen kurz haben? Da ich Harry bin. Ah. Aber wie müssen wir in das eine Hausbaum ja noch rankommen? Vielleicht nehmen wir alle Tannenbäume um zu sehen. Ich schau grad. Weil ich weiß, hier drüben brauchen wir ja Hagrid, aber irgendwie geht das ja nicht. Also ich kann irgendwie nicht ziehen. Vielleicht müssen wir alle drei Tannenbäume gleichzeitig standen lassen. Nee. Ich weiß nicht, weil hier ist so Schnee, müssen wir das auftauen? Aufhören. Oder vielleicht müssen wir erstmal hier was machen. Weil dann ist ja das Level vorbei, gell? Warte, da ist noch der Besen. Der muss hier rüber. Wir sind die hier. Ah, jetzt können wir es machen. Jetzt können wir es machen. Verstehe. Aber nicht reingehen, bitte. Ja, habe ich nicht vor. Wunderbar, so. Alle Hauswappen. Aber uns fehlen noch zwei. Aber die zwei Charakter fehlen uns noch. Wir haben, glaube ich, schon drei. Ne, die werden jetzt leider hier nicht angezeigt. Der ganz sicher. Ich bin ganz sicher, halt, Moment. Ich kann noch mal gucken, aber. Ich meine, wir haben alle drei. Okay. Ja, wir haben alle drei. Ich bin absolut sicher. Crab, Goyle und Draco. Ah ja. Gesamten Hauswaffen.
Das haben wir auf 100%. Und meine Steine haben wir bestimmt jetzt viel. 158. Level verlassen. So. Ich würde sagen, wir machen noch ein einziges Level und dann müssen wir wieder die Folge beenden. Ja, aber danach gehen wir noch shoppen nach dem Level. Genau. Wie immer. Ja, drei ist... Level 3, passt ja. Aber da fehlen uns zwei Zauberer. Genau. Bei Charakter, ich glaube, gehen wir da Dumbledore? Weil da oben ist noch Dumbledore da rechts, oder? Keine Ahnung. Drei Hauswappen und der Schüler. Wir haben gar keine. Ah, doch, wir haben Fang dabei, der ist ja auch ein starker Charakter. Oh, direkt war er Zauberer. Ja. Was eine Überraschung, wer hätte damit gerechnet? Kedabra! Was soll das? Ich bin Tom Riddle, das erwartest du von mir. Ich kenne keine Gnade. Oh, Spinnen. Kamera ist wieder sehr nett bei dem Level. Den roten Schlüssel habe ich schon mal. Und du hast den gelben. Ja. Hallo? Ah. Was ist denn hier? Haben wir einen übersehen? Sein, sorry. Da ist noch ein Futter. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Ja, Moment, ein Moment. Diese Kamera. Ja, jetzt. Oh, oh Gott. Na, wir brauchen wieder den Stärketrank. Aha. Das hatten wir damals noch nicht. Doch, da ist der Topf nämlich. Ach so. Ach so. Komm mal her. Ey, scheiß Kamera. Okay, hatten das wir hätten damals? Wir auch. Ah. Aha. Ein Charakter. George Pullover. Lass mal da zurückgehen. Da ist ja noch ein roter Stein. Ein Moment. Aber das ist das Hauswappen. Ah. Dann brauchen wir ja. Ja, denn? Warte kurz beim Reingehen. Ah, hier ist dunkle Magie. Na, ah.
Sorry. So, jetzt können wir da zurück kurz gehen. Die Tonmittel guckt. Vielleicht nochmal ganz zurück, guck mal kurz mit. Also ich sehe hier wirklich nichts. Ich auch nicht, dann müssen wir wohl vielleicht weiter. Woanders gemeint? Kann auch sein. Mann, ey, nicht so schnell. Müssen wir vielleicht alle Zutaten machen? Das war ja der Stärketrank. Genau, das war der Stärketrank. Jetzt ist das Rote wieder weg. Irgendwas übersehen wir hier. Wenigstens die Kamera wieder normal. Regel eröffnet. Ah, jetzt wird das Rote wieder angezeigt. Ah ja. Ich sehe jetzt gerade. Zwei Jahre. Hier ist das Hauswappen. Ich bitte noch ein Charakter, um der Schüler halt noch zu retten. Den Schüler habe ich und der letzte Charakter. Warte, nee, halt, also, da fehlt noch was. Ich? Ah, Tatsache, gut, dass du es erwähnst. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Pass auf. Das Hilsch. Ich kann nicht hoch, ne? Doch. Da sind die Pflanzen. Ach, Trampolin. Doch. Ah. Du musst die Katze töten. Aber da geht Abra! Ja stimmt, kannst du das nicht machen? Doch nicht mich. Sorry, geh mal kurz weg. Als ob, er ist unsterblich. Filch hat Gottmode. Er ist unsterblich. Na gut, dann trinken wir mal. Prost. Was? Das wollte ich nicht machen. So, trink. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Ja, die wird fresh. Ich sehe hier nix. Okay, warum jetzt? Wir das jetzt nicht? Vielleicht war der gleichzeitig? Hä? Warte mal. Was zur Hölle? Ah, das haben wir jetzt auch so. Jetzt. Komisch. Ah, genau. Du kannst es benutzen. Slytherin-Schüler. Nix hier raus da auf dem Level. Halt, haben wir wirklich alle Charakter? Ja, wir hatten schon einen gehabt. Stimmt. Ja, jetzt wo du wieder sagst. Traue Dame. Ich glaube, wir haben jetzt auch fast alle Geister, oder? Oder? Weißt du es? Das weiß ich wirklich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Hundert. 161 goldene Steine, schon krass.
Fast geschafft. Fast haben wir es wirklich geschafft. Haben wir in Hogwarts noch goldene Steine? Ich glaube auch nicht. Ich glaube keine mehr, oder? Weiß ich nicht, man muss wirklich gucken. Ja. Wir sind auch mit Jahr 3 schon fast fertig. In der nächsten Folge beenden wir Jahr 3. Jetzt gehen wir erstmal shoppen. Und auch, wir müssen noch 8 Schülerinnen. Sind wir auch mit den Schülerinnen fertig? Und ich glaube, wir müssen noch ein wahrer Zauberer sein. Dann haben wir das auch komplett fertig. Genau. Ja. 23 von 24. Level. Heute bin ich dran. Okay. Mach du heute, dann lehne ich mich entspannt zurück. Charakter wir schon haben. Wir wollen ja auch alle Charakter noch haben. So, stopp. George Pullover. Ja, aber wir haben ja im Prinzip nicht alle Draco Pullover, Crab Pullover, Goyle Pullover. Wer ist denn damals gestorben? Crab oder Goyle? Boah, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, Crap. Kann es sein. So, Ernie Prank, Stan Stumpike, Kaffeefi. Die graue Dame. Ja, und das war's. Da du heute dran bist, darfst du ja auch den Charakter aussuchen mit dem Trank. Du bist heute dran. Wir wählen ja immer einen Charakter danach. Wow, sind sehr schön viele. Ja. Warte, was, der hat Zaubersprüche drauf? Okay. Na klar. Da bin ich auch noch einer. Wen haben wir denn noch neu? Die Kaffeefee, wo ist denn die? Links, unten links. Da. Oh, nee. Einmal nach oben. Da. Ah, jetzt. Cool. Hat die drauf? Auch dasselbe, okay. So. Und ja, die wird jetzt. Und du bist zu Frosch. Okay, Leute, wir würden sagen, wir werden jetzt auch hier die Folge beenden, weil wir haben heute wieder einmal kurz die Folge überzogen. Ja. Wir hoffen wirklich trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Ja, aber dafür haben wir die Hälfte des Jahr 3 fertig. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like dafür die Kaffeefee und für den Busfahrer. Genau, für die Kaffeefee und für den Busfahrer. Wir sagen nur noch danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.